schon seit Mitte Dezember daran rumbastelt, ja. Also wir haben jetzt irgendwie schon fast, würde ich sagen, Ende Januar und seit Mitte Dezember basteln sie und friemeln sie dran rum. Und der Jimmy hat eigentlich sozusagen, tapferer Jimmy, die ganze Vorarbeit geleistet. Der ist nämlich nach Dublin geflogen und hat geguckt, wo könnten wir den Clip drehen, was würde gut zur Story passen. Und hat so eine super schöne stillgelegte Kirche gefunden, die er dann in ein Theater hat umwandeln lassen. Und das Schöne ist, dass man die Maite in so ein, ich sage jetzt mal, Porzellankostümchen gesteckt hat, weil sie hat so ein super schönes weißes Make-up, das wirkt ja dann immer sehr, sehr porzellanig. Und sie hat so einen super schönen Reifrock im Rokoko-Stil an. Also das ist wieder mal sehr romantisch, sehr schön, aber bevor ich jetzt zu viel ausplaudere, seht einfach selbst mal rein. Dublin, Mitte Dezember. In der stillgelegten Kirche St. Catharines dreht die Kelly Family das Video zu ihrer aktuellen Single Every Baby. Zwei Drehtage haben die Kellys für die Produktion veranschlagt. Das Innere des ehrwürdigen Baus haben sie in ein Fotoatelier verwandelt. Eine romantische Kulisse für ein romantisches Lied. Es ist eigentlich ein sehr tiefes Lied, ne? Und ich wollte es eigentlich ausdrücken, dass jeder von uns irgendwann mal, auch wenn man ganz alt oder älter oder jung oder Teenager ist, immer irgendwann mal eine Hand braucht. Gleich am Anfang wird die wichtigste Szene gedreht. Einfühlsam singt Maite den Refrain. Du bewegst deine Arme zu sehr. Soll ich sie dicht an meinem Kopf haben? Ja, wir nehmen dich teilweise sehr nah auf. Und wenn die Kamera weiter weg ist, ist der Bildausschnitt dann etwas größer? Ja, ja. Okay, ich werde aufpassen. Und so sieht die Szene dann im fertigen Clip aus. Maite in absoluter Bestform. Mit ihrem tollen Make-up sieht sie aus wie eine wunderschöne Porzellanpuppe. Dazu der Reifrock im Rokoko-Stil, ihre weinrote Schürze und die mit Schleifen geschmückten Schuhe. Einfach perfekt. Das war eigentlich eine ganz spontane Idee. Wir haben in der Nacht davor, durch die ganze Kleidung und so, bin ich mit dem Regisseur durchgegangen. Und dann haben wir uns richtig inspirieren lassen und dann irgendwie ist es dann überall rausgekommen. Und ich fühle mich total wohl drin. Es ist richtig groß und da ist genug Platz unten für Luft und, ja, es ist schon was anderes. Ich fühle mich eigentlich wie so eine große Torte, ja, so eine Hochzeitstorte. Als Statisten für die Dreharbeiten wurden unter anderem 15 Kinder engagiert. Maite schließt die quirlige Bande sofort in ihr Herz. Die Stimmung ist locker und gelöst, als sei es für den 17-jährigen Wirbelwind das Normalste der Welt, vor der Kamera zu stehen. Ich glaube, also das Schauspiel macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Weil das ist komisch, weil das ist genau, was ich rüberbringen wollte. Und dann habe ich mich oft mit dem Regisseur hingesetzt und geguckt. Und der war richtig beeindruckt, dass ich es so hingekriegt habe. Und das hat natürlich viel. Ich war natürlich ganz stolz und ganz, also hat mich schon viel Selbstbewusstsein reingebracht. Und ja, es macht, also ich genieße es so richtig. Für die kommenden Tage plant die Kelly Family bereits den Videodreh für ihre nächste Single, Fell in Love with an Alien. Wie der Clip aussehen wird, steht bislang noch nicht fest. Paddy, der den Song auch geschrieben hat, verspricht aber schon jetzt: Bei den Dreharbeiten werden wir es so richtig krachen lassen.